Ja, ein Wort geistert im Moment durch die Lande, das ist das Wort Blackout. Das heißt, frei übersetzt so viel wie Licht aus, Strom weg. Und das ist sehr unangenehm, denn fast alles, was wir tun, hat irgendwie irgendwo irgendwas mit Strom zu tun. Jetzt ist die Frage, was ist denn der Unterschied zwischen einem Blackout und einem normalen Stromausfall? Das wollen wir heute rausfinden in Aus dem Ostallgäu und Kaufbeuren. Und wir schauen auch, was die Stadt tut und was die Bürger tun können. Hier kommt der Strom nach Kaufbeuren. Hier im Umspannwerk in Lalnau bei Pforzen wird aus Hochspannung der Haushaltsstrom für rund 20.000 Haushalte der umliegenden Gemeinden und der Stadt Kaufbeuren. Das Schreckgespenst derzeit heißt Blackout. Wenn hier kein Strom mehr fließt, geht in Kaufbeuren das Licht aus. Alltägliche Dinge zu Hause funktionieren dann nicht mehr. Kein Kühlschrank, kein Fernseher, keine Waschmaschine und auch die Küche bleibt kalt. Aber auch draußen wird es kompliziert. Die Ampeln können den Verkehr nicht mehr regeln. Elektrische Türen funktionieren genauso wenig wie Parkscheinautomaten. Und versuchen Sie mal ohne Strom an Geld zu kommen. Wenn der Strom weg ist, hat der Spaß ein Ende. Das Schreckensszenario, das derzeit die Politik, die Medien und die Bürgerinnen und Bürger beschäftigt, ist auch ein Thema im Rathaus. Alle Experten, mit denen ich bislang zusammen war, auch der bayerische Innenminister, sagen, dass man die Wahrscheinlichkeit als sehr gering einschätzt. Es hat immer die Möglichkeit gegeben, dass der Strom weg ist. Wir hatten erst letzte Woche in Kaufbeuren einen kleinen lokalen Stromausfall. Hier reden wir aber von einem Stromausfall über mehrere Stunden, Tage vielleicht sogar. Auch für Kaufbeurens Oberbürgermeister Stefan Bosse ist das Thema eins, was es in der Form bisher nicht gab. Wir reden momentan darüber, weil wir natürlich sehen, dass sich Dinge ereignen, die wir vorher nicht für möglich gehalten haben. Der Krieg in der Ukraine ist ein Ereignis, das alles auf den Kopf stellt. Und wenn wir jetzt die Angriffe auf die Gaspipeline sehen in der Ostsee, dann müssen wir uns auch darauf einstellen, dass auch hier jemand an die kritische Infrastruktur rangeht und da möglicherweise absichtlich was kaputt macht, also Sabotage übt. Und vor dem Hintergrund, glaube ich, reden wir momentan mehr über diese Themen, als wir das in der Vergangenheit getan haben. Was soll man tun, wenn das ganz normale Leben in Kaufbeuren nicht mehr funktioniert? Wie bereitet man sich vor? Soll man jetzt ganz viel Wasser, Nahrung, Kerzen, Batterien und warme Decken einkaufen? Oder sind Hamsterkäufe jetzt genau das Falsche? Und vor allem, wie bereitet ein Oberbürgermeister seine Bürgerinnen und Bürger vor, ohne Panik auszulösen? Das ist tatsächlich eine Gratwanderung. Wenn man jetzt sich nur Ausschnitte meines Interviews hier ansieht, dann sagt man möglicherweise, der Bosse weiß mehr und der fordert jetzt die Menschen eigentlich schon so verschlüsselt auf, sich auf was vorzubereiten, was sehr wahrscheinlich ist. Entscheidend ist, dass wir den Menschen sagen, es war immer sinnvoll, Vorsorge zu treffen. Immer. Und es ist in der jetzigen Situation auch sinnvoll. Und wer es nicht tut, der handelt fahrlässig. Und das in aller Ruhe und mit viel Verstand zu tun, sich zu informieren bei den verlässlichen Informationsquellen und dann in aller Ruhe sich vorzubereiten, das ist, meine ich, etwas, was man tun kann, ohne Panik auszulösen. Weil Panik hilft niemandem weiter. Das ist ein ganz schlechter Ratgeber und die brauchen wir auch nicht. Auch in der jetzigen schwierigen Situation, in der Auseinandersetzung mit Russland, sollten wir kühlen Kopf bewahren. Und ich sehe das gewahrt. Und hoffe, dass die Bevölkerung diese Impulse aufnimmt und in aller Ruhe sich auf solche Dinge vorbereitet. Wer weiß, für was man es eines Tages braucht. So muss man es ganz klar sagen.
Vorbereitung ist auch beim örtlichen Energieversorger das A und O. Vorbereitungen auf Stromschwankungen und natürlich auch Stromausfälle sind bei VWEW Kerngeschäft. Wie wahrscheinlich ein Blackout ist, kann man auch hier nicht sagen. Möglich ist er immer. Darum wird der gesamte Energiefluss hier wie in einem Stellwerk der Bahn rund um die Uhr kontrolliert. Markus König ist technischer Leiter bei den VWEW und sagt, alles, was passieren kann, wird hier bemerkt. Ja, wir sind hier bei uns in der Leitwarte. Ja, das ist schon mal die erste Vorkehrung. Hier ist die Zentrale unseres ganzen Stromnetzes, unseres ganzen Kraftwerksbetriebs. Und hier können wir sekündlich das Netz überwachen, können sofort erkennen, wenn es Störungen gibt und eingreifen. Wir sind 24/7 hier aktiv. Es ist immer jemand in dieser Leitwarte, das ganze Jahr über, auch wenn wir zu Weihnachten, Sie merken, jetzt klingelt's, ja, auch wenn wir zu Weihnachten zu Hause sind, dann sitzt hier jemand und ist hier am Arbeiten. Kollege, genau, muss jetzt direkt rangehen. Und es kann uns jederzeit eine Störung hier ereilen. So, dann reagieren wir darauf. Tatsächlich gibt es dann den Rufbereitschaftsdienst, der ist ebenfalls 24/7 aktiv, ausschließlich mit eigenen Mitarbeitern, mit erfahrenen Mitarbeitern, die das Stromnetz sehr gut kennen und auch genau wissen, wo sie hingreifen und wie sie entstören können. Egal ob durch den Ausfall von Gaskraftwerken, durch Cyberangriffe oder Anschläge auf die elektrische Infrastruktur. Bei einem großen Stromausfall wird das Allermeiste, an das wir uns gewöhnt haben, ausfallen. Im Falle eines Blackouts sind die meisten Teile der sogenannten kritischen Infrastruktur durch Notstromaggregate versorgt. Das Licht wird nicht mehr funktionieren. Wahrscheinlich wird Ihre Heizungssteuerung ausgehen, weil sie immer eine elektrische Steuerung hat, eine elektronische Steuerung. Und somit ist alles im Haushalt gesprochen, was elektrisch versorgt ist, erstmal nicht mehr versorgt. Das geht bis zum Telefon, Internet. Das werden die Jüngeren unter uns sehr schnell immer bemerken und sich melden. Das heißt, alles, was wir aus dem täglichen Bedarf kennen, was elektrisch ist, wird uns nicht mehr zur Verfügung stehen. In Bereichen der sogenannten kritischen Infrastruktur, im Krankenhaus zum Beispiel, wird der Betrieb mit Notstromaggregaten aufrechterhalten. Das Krankenhaus hat eine eigene Notstromversorgung. Im Falle eines Blackouts kann es mehrere Tage mit Energie versorgt werden. Was ist, wenn der Blackout länger dauert? Wenn der Strom länger als 3-4 Tage weg ist? Das Bundesamt für Bevölkerungs- und Katastrophenschutz geht immer davon aus, dass man vorbereitet sein soll auf eine Katastrophe so zwischen 1 bis 2 Wochen. So. Und die kann natürlich jegliches Ausmaß haben. Und der Stromausfall sei ja wirklich sehr schlimm und sehr europaweit, sehr groß gedacht. Dann will ich gar nicht sagen, dass das 1 Woche oder 2 dauert oder nur 3 Tage. Ja, ich bin der Meinung, dass wir diesen Stromausfall mit unseren zur Verfügung stehenden technischen Mitteln dann beheben, so gut wir das eben in der Gemeinschaft können. Und wir haben hervorragende Ingenieure bei den Übertragungsnetzbetreibern, die eben so ein Netz auch wieder anfahren können. Die erproben das auch und sind da sehr gut drauf eingestellt. Das heißt, ich habe da höchstes Vertrauen, dass wir in der Energiebranche das Stromnetz sehr schnell wieder zum Laufen bekommen, wenn es wirklich so groß betroffen wäre. Wir kümmern uns natürlich, dass im Falle zum Beispiel eines Stromausfalls die öffentliche Verwaltung einsatzklar ist. Das heißt, die Feuerwehr, das technische Hilfswerk, die Polizei, auch das Rathaus. Wir alle haben Notstromversorgungen. Wir müssen sicherstellen, dass, wenn so etwas passiert, dass wir trotzdem funktionieren. Und das machen wir. Das machen wir und wir schauen gleichzeitig auf die Dinge, die die Bevölkerung dringend braucht, zum Beispiel die Wasserversorgung. Was passiert denn, wenn der Strom weg ist? Kann ich gleich mal sagen, in Kaufbeuren funktioniert das Trinkwasser auch ohne Stromversorgung, weil wir Quellenversorgung haben oberhalb der Stadt. Das heißt, über den hydraulischen Druck bekommen die Menschen bei uns immer Wasser, auch wenn der Strom weg ist. Von der Stromversorgung sind auch Unternehmen abhängig. Bei VentureTech werden Schleifringe unter anderem für den Maschinenbau, Radaranlagen oder den Schiffsbau entwickelt und hergestellt. Die Energie, die hier für die Herstellung gebraucht wird, ist vergleichsweise gering. Dennoch macht man sich beim Thema Blackout große Sorgen. Weil das uns bis ins Mark erschüttern kann und bis zur Aufgabe unserer Geschäftstätigkeit führen kann. Und deswegen ist es natürlich ein Thema, auch wenn wir mit unseren Energieressourcen sehr sparsam umgehen und auch nur relativ wenig direkt bei uns hier am Standort haben, ist es was, was uns beschäftigt und wo wir uns Gedanken drüber machen. Ja. 60 Mitarbeiter arbeiten hier an den hochsensiblen Drehübertragern. Mechatroniker werden hier speziell dafür geschult und ausgebildet.
Zu den energieintensiven Industrieunternehmen, wie beispielsweise die Stahl- oder Glasindustrie, gehört das Unternehmen im Osten Kaufbeurens nicht, ist aber von denen abhängig, wie uns Vertriebsleiter Rainer Fasel erzählt. Überhaupt. Lieferanten bei uns sind extremst abhängig und in der Rohstoff, ich sage jetzt mal, von der Rohstoffknappheit betroffen und da dann halt auch wieder aufgrund der Energiesituation da betroffen. Und das hat Auswirkungen auf uns. Liefertermindiskussionen sind noch das Einfache bis hin zu kompletten Umkonzeptionen von Bauteilen. Dabei hat man sich hier die größte Mühe gegeben, möglichst wenig Energie zu verbrauchen und möglichst viel Energie regenerativ zu erzeugen. Die Menge an Strom, die für die Produktion gebraucht wird, kommt direkt vom eigenen Dach. Aber das Werk ist nicht energieautark, der Strom wird ins Netz eingespeist. Diese 300 kV Photovoltaikanlage bei uns auf dem großen Dach, die ist auf jeden Fall ein Faktor. Was allerdings momentan noch nicht hundertprozentig umgesetzt ist, ist die Autarkie-Thematik, da die Umwechslung des Gleichstroms von unserem Dach und Einspeisung bei uns ins Netz so noch nicht hundertprozentig technisch umgesetzt ist. Das gilt es in den nächsten Monaten, wenn die Bauteile passend verfügbar sind, noch vollends zu realisieren. Grundsätzlich durchdacht ist es aber und es ist nur noch eine Frage des vollends Umsetzens. Wenn also heute ein Blackout passieren würde, hätte VentureTech den ganzen Tag Sonne auf dem Dach, aber in der Produktion würde davon nichts ankommen. Im Falle eines Falles müsste also auch hier dann der Dieselgenerator laufen. Egal ob in der Industrie, im Krankenhaus, im Straßenverkehr oder beim Einkaufen, ein möglicher Blackout würde unser Leben durcheinander geraten lassen. Vor Panik aber warnt Kaufbeurens Oberbürgermeister. Ich würde sagen, man sollte sich vorbereiten auf diese Dinge. Sorgen hat immer was mit Angst zu tun und Angst ist ein sehr schlechter Begleiter. In solchen Situationen zählt der Verstand. Das ist ganz entscheidend, dass wir die Dinge mit dem Kopf abarbeiten, uns vorbereiten, uns überlegen, was bedeutet es denn, wenn zum Beispiel der Strom weg ist? Was fällt denn dann aus? Was passiert mit meinem Kühlschrank? Kann ich das Mobiltelefon noch nutzen? All diese Dinge sollten einen nicht überraschen, wenn es dann mal soweit ist. Und dafür werbe ich. Also ich möchte nicht, dass die Menschen sich Sorgen machen, aber dass sie sich einfach mal mit sowas beschäftigen. Und das kann man unter anderem beim Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe. Unter www.bbk.bund.de gibt es viele Informationen. Broschüren dazu gibt es auch im Rathaus Kaufbeuren. Vielleicht kann so das Gespenst etwas von seinem Schrecken verlieren. Ja, was haben wir heute gelernt? Blackout ist nicht das Ende der Welt, aber man sollte sich darauf vorbereiten, aber bitte keine Panik haben. Das war's für heute aus dem Ostallgäu und Kaufbeuren. Ich würde mich freuen, wenn Sie nächstes Mal wieder einschalten. Bis dahin, eine gute Zeit. Auf Wiedersehen.